Ja, ich weiß, dieses Staubsaugergeräusch im Hintergrund stört ein wenig. Ne? Aber wie beschaulich willst du sein? Und dann kürzt du nach Monreal. Einen wunderschönen guten Morgen aus der Eifel. Wir befinden uns mal wieder in Monreal bei Mayen. Ne? Eins der wunderschönsten Dörfchen, was man hier so in der Eifel hat. Und deswegen dachte ich, es ist hier außer dem Staubsauger, ne? so beschaulich, dass ich gedacht habe, ich nehme euch nochmal mit. Ne? Die Farben sind nicht gemalt, sondern das ist hier so schön. Der Nepomuk bewachte Brücke, ne? Das ist nämlich der Schutzpatron, kann man so sagen. Ne? Der wacht hier über die wie heißt die Burg denn noch? Ich weiß es nicht mehr. Der Johannes ist es, ne? Johannes der Täufer. Der steht hier. Ist ja nicht der Nepomuk. Ist egal. Ja, auf der anderen Seite der Löwen. Ne? Ganz berühmten Löwen von Monreal. Moment, ich gehe mal auf der andere Seite. Auch da nämlich. Wunderschön, oder? Also wie aus dem Bilderbuch. Hier den Löwen, ne, der ist halt, das sind die sogenannten Nasenlöwen aus Monreal, weil die alle die Nase so platt haben, beziehungsweise der ist ein bisschen zahnlos auch, ne, der andere auch. Die sind schon weit älter, deswegen haben die Zähne schon verloren. Da unten sehe ich ein Forellchen. Das seht ihr jetzt nicht, aber es ist da. Da, wo die Bläschen da hochkommen. Ne? Das schwimmt ja jetzt, schwimmt das auf der anderen Seite. Es ist ja noch früh. Das heißt, das Forellchen jagt sich gerade frisches Futter. Ja, genau. Johannes Nepomuk, heißt der so mit Nachnamen denn, oder wie? Ich weiß, ich habe ja keine Ahnung manchmal, ne? Das ist ja, ach, wunderschön. Was ich auch sehr schön finde, dass, da kann man das sehen. Schlecht, ne? Aber wie schön sich das Wasser oben am Rand des Gebäudes spiegelt. Ja, so. Das muss schwer lästig sein, wenn man hier wohnt. Ne? Während der Touristen, meine ich jetzt natürlich. Ansonsten ganz furchtbar. Wir gehen jetzt mal um die Ecke. Ne? Hier um die Ecke, um die Hecke. Da geht es hier noch, wie gesagt, Monreal hat ja so einen schönen historischen Ortskern. Ne? Und den kann man sich ja mal zusammen noch mal angucken. Ich glaube, wir waren ja hier schon 100.000 Mal zusammen. Aber heute ist ja wieder so schön und so schön ruhig vor allen Dingen. Ne? Es sind noch keine Ferien, glaube ich. Die fangen erst nächste Woche, glaube ich, an. Und dementsprechend ist es hier auch noch ganz ruhig. Jetzt muss ich wieder so komisch gehen, dass man nicht jede Fußstapfen da drauf hat auf der Videoaufnahme. Ne? Das ist ja manchmal schon lästig. Aber was schön Häuschen. Ja, Bianca, hier ist es immer wieder schön. Ich bin ja, früher waren wir ja öfters in Monreal, ne? Wie gesagt, da ist man ja hier auch zum Suffe hingefahren und zum Junggesellenfest und was weiß ich was alles. Ne? Und jetzt kommt man mal alle paar Monate, wenn hier eine Hochzeit ist oder so. Hier. Ja, Versicherungsmann, den muss ich auch gleich nochmal anrufen. Malte, wenn du aus deinem Termin bist, melde dich doch mal. Heute ist Malte-Tag. Ne? Erst muss ich mit dem Versicherungsmann, oder oh, der Bahnköt. Erst muss ich mit dem Versicherungsmalte und dann fahre ich zum Konzertmalte, kann man ihn schon fast nennen. Ne? Zum Malte Illner fahre ich nachher noch. Wir gehen heute aufs Konzert. Ich habe vergessen, was? Ich glaube, Bruce Springsteen, ne? Der Boss. Oder, da war doch der Boss, ne? Ja, hier, wunderschöne Kirche.
Die Tür steht ja auf, dann kann man ja mal kurz reingucken. Das ist ja keine Messe. Man muss nur leise sein und keinem auf den Sack gehen. So sieht das nämlich aus. So, die Frau ist am Beten. Die lassen wir da auch beten, ne? Ja, das ist da also zumindest noch schön kühl, ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns sind ja jetzt schon so 26 Grad. Hier unterm Baum, ne, im Schatten. Hier ist es schön. So, und hier sind wir noch. Guckt euch das an, wie schön grün das hier auch noch ist. Ne? Da, wo Wasser fließt, ist es natürlich auch noch grün. Bei mir oben auf der Wiese sieht schon wieder ziemlich vertrocknet aus. Es läuft aber noch Wasser. Ne? Auch wenn es bei uns jetzt wenig geregnet hat gestern. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns war so relativ nichts. Also die drei Tropfen auf der Straße da, ne, die waren auch schnell wieder verdrüscht. Komisch, da steht zwar ein Schild, aber eine Bar habe ich da gar keine gesehen. Die Bar ist ja normalerweise hier auf der Seite, ne, im alten Pfarrhaus, da stehen wir ja jetzt gerade daneben. Normalerweise ist nämlich hier auch Ausschank. Oder war das auf der anderen Seite von dem Gebäude? Ich glaube auf der anderen Seite, ne? Scheint aber auch noch, also hier laufen so zwei, drei Wandersleute umher. Aber so richtig Betrieb ist es ja hier noch nicht, ne? Also draußen sitzt noch keiner. Boah. Nee, was ist das schön? Hören Sie mal, Herr Fassbender, was soll ich mir jetzt Füßen anmachen? Das ist ja Quatsch, ne? Ich muss die Socken ja auch wieder trocknen und so ein ganze Krempel, ne? Also noch ist es mir noch nicht zu warm, dass ich hier ins Wasser müsste. So, wie man hier sehen kann, die Terrasse wäre nicht geöffnet im Moment, weil ich kann euch die Öffnungszeiten verraten. Wunderbar, oder? Und dann kann man nämlich hier ganz prominent draußen sitzen. Also ne, einmal hier im Schatten und dann natürlich auf dieser wunderschönen Terrasse mit Blick. Ne, mit Blick auf die Brücke zum Beispiel. Oder wir können ja mal darüber gehen. Da weiter geradeaus geht es Richtung Bahnhof und so. Da kann man auch ganz wunderbar speisen. Ja, ansonsten, wir können mal ans Wasser gehen, ne? Ohne reinzufallen. Oder Forellchen. Oh. Nee, wieder wunderschön. Da fliegen die Libellen. Die haben sich jetzt dahin gesetzt, ne? Aus Tarngründen. Quasi, die tarnen sich vor mir. Und gerade so Libellen, ne? Sind ja jetzt hier für so Hobbyfilmer wie mich wirklich nicht so leicht zu finden, nicht so leicht einzufangen, weil die so rumflattern, ne? Die flattern immer. So wie meine Pumpe, wenn ich vom Junggesellenfest heutzutage nach Hause komme, ne, dann fange ich auch an zu flattern. Oh, ein Eis. Ja, ich muss gleich noch bei der Mutter vorbei. Die hat nämlich das Brötchen geholt. Und ich habe gedacht, gib dir noch 5 Minuten beim Brötchen holen, dann kann ich so schön durch Monreal latschen, ne? Ja, wie gesagt, wer hier mal hin möchte, ein altes Pfarrhaus Monreal eingeben, hier ist es wunderschön. So, und da, wo die Frau jetzt steht, da gehen wir jetzt über die Brücke durchs Gässchen. Ne? Wir gehen natürlich nicht dieselbe Gasse zurück, sondern wir gehen hier nochmal die Seitengässchen. Ne? Da muss man immer gucken, da steht oft betreten verboten oder betreten erlaubt. Ne? Das kann man sich ja den hier Fallen selber tun. Und den Leuten nicht auf den Sack gehen. Aber
Man muss das mal gemacht haben, diese Seitengässchen hier lang laufen. Ne? Das ist nämlich wunderschön. So, ich drehe die Kamera, mich will keiner sehen. Ja, doch, vielleicht zwei, drei Menschen, aber sonst, wie gesagt, was ein Blick. Und im Gegensatz zu manch anderen Käfern an der Mosel zum Beispiel oder so, ne? Also ich habe vorwärts eingeparkt, ich werde auch gleich vorwärts wieder ausparken. Sagen wir es einfach so. Jetzt könnten wir natürlich hier... Die Brücke über die Elz ist Teil der ehemaligen Stadtbefestigung. Das Elztal wird wegen seiner landschaftlichen Schönheit und außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten gerühmt. Mit Monreal erreicht der Fluss seinen ersten touristischen Höhepunkt, bis er in Moselkern vorbei an den Burgen Pyrmont und Elz in die Mosel mündet. Ein typisches Stück Elztal erlebt man bei einer Wanderung zum verwunschenen Monrealer Ortsteil Mösch. 3,5 Kilometer. Ich wusste ja nicht, dass es den Ortsteil Mösch gibt. Ja, aber siehste, haben wir wieder was gelernt. Was man da in Mösch machen kann, ja, weiß ich aber nichts. Ne? Wir wissen aber dank der Mösch an der A, dass der Mösch ist ja hier dieser komische Vogel. Ne? Also, dann wissen wir ja wieder, dass das hier alles der Jürgen heute noch akkreditiert für Rock am Ring. Ja, ich denke mal, das wird nächstes Jahr wieder alles anders laufen, weil ich akkreditiere mich dann einfach nicht mehr als Erster. Ne? Dann müssen die nicht an mir ausprobieren, welche Bändchen die richtigen sind. Das, so, und jetzt, ne? man hat ja das Gefühl, man steht bei den Leuten im Hof. Aber das ist nicht so. Das ist die offizielle Straße. Wie der hier mit dem Auto hingekommen ist, das erforschen wir jetzt einfach mal. Das ist nämlich, glaube ich, gar nicht so einfach. Guck mal, ne? Da hier durch der Hof und... Wie, Moritz, du hast schon Ferien. Deswegen hast du auch Zeit. Ich hab mich ja vorhin schon gefragt, warum mein Brüderchen schon Zeit hat, SMS zu schreiben so früh am Morgen, ne? So, jetzt, wo sind wir denn hier? Wie kommt der denn mit dem Auto hier um die Kurve? Der ist ja da, da kommt doch auch keiner rum. Das ist doch, ich meine, das hier ist ja einfach. Der ist vorwärts rein, rückwärts. Siehste? Boah, hier. Aber das muss man ja auch erstmal, ja gut, das ist natürlich ein großer Hof. Aber mit dem Bus willst du hier nicht reinfahren, ne? Das ist es so. So. Ich glaube, wenn man hier hochgehend und da um die Ecke, dann kommt das schmale Gässchen. Also schmale Gässchen sind wir ja hier überall, ne? Aber ich glaube da, ne, jetzt denkst du ja, hier kommt man doch nicht mehr raus. Hier sind wir doch falsch. Wir können doch nicht einfach bei der Leute. Doch, müssen wir. Sonst kommen wir hier nämlich nicht mehr raus. Guck mal, da ist ein... Also hier steht es auch drauf, ne? Ein Traum von einem Pfad, quasi. Oh. Und schauen Sie mal wieder an der Buchhandlung quasi. Ne, die Buchhandlung ist da unten. Ja. So, hier oben wäre theoretisch noch Restaurant und so, ne? Wir gehen aber jetzt noch mal hier das Sträußchen runter. Am Café Plüsch vorbei. Das kennen, glaube ich, so alle, die hier schon mal spazieren waren, ne? Weil hier kann man ja wunderbar draußen sitzen und ein Käffchen zu sich nehmen. Ne? Lächle und geh da lang. Das ist ja, das sagen sie oft, ne? Grins mal ein bisschen und geh weiter. Nee, Quatsch. So, wir gehen noch mal runter ans Pfarrhaus. Beziehungsweise ist doch Pfarrhaus, ne? Da habe ich doch geheiratet mal vor Jahrhunderten gefühlt. Ne, so viele Jahrhunderte ist das ja noch nicht her. Ja, wunderschön. Ach, du bleibst hier nicht stecken. Du kannst hier einmal der Bauch angezogen, Luft anhalten, 2 Sekunden und dann ist man hier schon durch, ne? Da, das Dreigiebelhaus.
ein, zwei, drei Giebel hat, ne, da drin kann man heiraten. Oder aber, ich glaube, wenn hier filmisches Jödöns stattfindet, ne, was ja so ab und zu mal passiert, dann ist das zum Beispiel die Polizeiwache von den Kommissaren. Ne, das ist so. So, hier sind wir wieder bei den zahnlosen Löwen. Ne, vorhin links abgebogen, gleich gehen wir rechts. Ansonsten, wie gesagt, ne, immer wieder schön. Nee, Bianca, ich war mal verheiratet. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt glücklich oder unglücklich geschieden bin. Das ist immer eine Auslegungssache, ne? Aber das ist nun mal der Fakt. War eine schöne Zeit, ne? Wir haben das beide genossen und jetzt ist es drum. So ist das. Guck mal, hier sitzt der Alemann mit seiner Frau und liest ein Buch im Weberhaus. Obschon dieses Haus im Fachwerk einige Veränderungen erfahren hat, ist sein Steinsockel im Originalzustand erhalten. Die vier Quader, die das Kellerfenster rahmen, sowie die großen Eckquader deuten auf eine Entstehung im 15. Jahrhundert hin. Das hätte ich jetzt genau so gesagt, ne? Also, wenn ich hier vorbeilaufe, hätte ich jetzt auch direkt gesagt, ach guck mal, 15. Jahrhundert, klassischer Baustil, ne? Kubismus finde ich ja schön, ne? Das ist die einzige Bauform, die ich, Kubismus ist ja ziemlich einfach, weil das alles viereckig ist. Und nicht, weil der Mann Kubiak hieß oder so, ne? Das könnte natürlich auch sein. So, ich drehe mal. Wir gehen nämlich jetzt hier mal noch, das muss man, wenn man in Montreal ist. Wir gehen jetzt drüben auf die andere Brücke und dann auf die andere Seite vom Wässerchen wieder. Ne, nicht hier. Hier steht noch ein altes Auto, wie man sieht. Solange man das in seine eigene Hof parkt, ist das ja auch alles in Ordnung. So, und hier runter. Oh, moin. Hier runter geht es schon wieder zu dieser schönen Brücke, wo man dann auch oben auf der Hauptstraße geht, ne, da wo man hier parkt hat. So. Achtung, nicht stolpern, ne? Hier Fuß kann man sehen, die ist schon ziemlich abgelaufen, die Brücke. Ja, und das ist natürlich, wie sich das gehört. Mit Natursteinen, ne? Da ist der eine, da kann man sich schon mal den Fuß rennen, weil die eine Platte was größer ist als die andere. Oh, boah. Also wenn das nicht mal ein Bild ist, ne? Ja, das ist schon eine Herausforderung, ne? Wenn du hier ein IKEA-Möbel kaufen möchtest, das passt natürlich in so ein Fachwerkhaus nicht rein. So, diese Brücke über die Elz ist auch Teil der ehemaligen Stadtbefestigung. Das habe ich euch drüben schon mal vorgelesen, ne? Die Schönheit wegen seiner Bla und der Fluss und dem Namoselkern und hier der Ortsteil Misch und so. Das ist, also ich würde sagen, die haben das Schild zweimal gekauft. Ne? Einmal Ortseingang, einmal Ortsausgang. So, Wolke weg. Ist ja viel zu kalt jetzt, ne? Ist ja direkt hier, man merkt schon, ne? Leichte Gänsehaut, es friert auf dem. Ist gelogen. Es ist überhaupt nicht kalt. Es ist wunderschön da. Forellchen hat was zu futtern gekriegt. Gab Fliege. Es gab heute Fliege. Ohne Ketchup, ohne alles. Ja, so, jetzt gehen wir nochmal. Oh, Vordergrund macht Bild gesund. So heißt es, ne? Ja, ich würde ja hoch auf die Burg gehen, aber wie man sieht, sieht man nichts. Ne? Also da oben ist ja noch mehr Burg. Da ist einfach auch so kaum jemand heute. Und
Ne? Hast du eine Mutter, hast du immer Butter? Mutter ist die beste Frau. Und der Schrank ist immer voll Butter. Mutter hat die schönsten Kleider. Ne? Hat der Helge Schneider schon immer gesungen. Nee, eine Mutter war ja, wie gesagt, schon Brötchen holen. Da fahre ich gleich noch vorbei. Dann können wir der Vater noch mal einmal auf der Couch wenden auch. Der passt nämlich da schön auf der Hund auf, glaube ich. Nee, und wenn wir das gemacht haben, dann, wie gesagt, wird es ja schon fast Zeit, dass ich zum Malte fahre. Ach, ist das schön. Und so ruhig, ne? Es gibt nur einen Typ, der hier rumläuft und schwätzt. Alle anderen sind schön ruhig, trinken Käffchen im Garten. Oder ich höre auch, da hinten wird gekratzt. Ne? Das Unkraut aus den Steinen rauskratzen und so. Boah, ey. Es ist ja schon, also man könnte ja schon fast meinen, ne? Ich kriege eine Gänsehaut vor lauter Romantik. Quasi. Man könnte auch sagen, der hat den Tick von der Romantik. Oh. Ja, das ist aber keine schöne Spiegel. Ne? Wenn man sich die Mühe macht und sich hier runterbückt, wird man auch nur von der Libellen an ihr flohen. Ansonsten hat das überhaupt keinen Sinn. Ne? Gar keinen Sinn. Aber das ist ja auch, muss man ja auch mal machen, wenn man mal keinen Sinn ergibt. So, hier der Röschen. Ne, man könnte ja, wie gesagt, wenn man einen Fotoapparat benutzen würde, könnte man hier ein Foto nach dem anderen machen. Diesen elendslangen Treppenaufgang da. Ne, das ist, da denkst du, ja, ihr habt doch nur ein kleines Haus. Ja, aber streich mal an der Seite, ne? Muss man ja auch erstmal machen. So, jetzt tippseln wir hier mal noch auf der große Parkplatz. Beziehungsweise ist groß ja immer Auslegungssache. Ne? In Montreal haben wir ja jetzt festgestellt, hier gibt ganz viele schmale Gässchen. Deswegen ist der Parkplatz, wo 5 Autos drauf passen, ja schon der große Parkplatz. Ne? Hier steht auch der Maibaum. Die Spitze ist fast größer als der Baum selbst. Aber den muss man ja auch erstmal stellen hier im Dorf. Ne? Also von daher. So, hier ist der Stadtstrand. Der Stadtstrand von Montreal. Ne? Oh, da ist das Kratzen wieder. Ja, so, wie man sieht, die Sonne verborgen hinter diesem riesen Wölkchen. Ne? Und deswegen auch. Auch ich glaube, mit Rollator kommst du ja auch gut durch. Ja, wie gesagt, hier ist ja alles hier gepflastert. Ne? Gut, das hubbelt mal so ein bisschen. Das hast du aber auch, wenn du in Köln durch die Altstadt rennst. Ne? Dann musst du oben das Altstadtpflaster da drüber hubbeln. Aber ich glaube, hier kommst du mit dem Rollator gut durch. Kannst den ja auch noch. Ne? Also man kann zumindest mit dem Ding auch nicht seitlich umkippen, weil die Sträßchen so schmal sind. So, der Postmann. Der Postmann hat jetzt noch die letzten Dingens gebracht. Hier Liebesbriefe. So viel Information. Der Graf Philipp hat hier gewohnt. Mit Ehefrau. Mit der eigenen Frau. Das kann man sich ja nicht, ne? Also. 1794. Einmarsch der französischen Truppen Napoleons. 1892 haben sie die Eisenbahn gebaut. Da guck. Ne, das ist nämlich, ah ja, guck, da kann man es nämlich nochmal sehen. Deswegen auch die Löwen auf dem Dingens, ne, weil das die Löwenburg ist. Und das andere ist die Philippsburg. Das war nämlich, ich glaube, das ist wie immer, ne? Das sind ja immer so, weiß ich nicht, auch bei der drei, wie heißt das, der drei Bojen. Wenn man da Richtung Mitteldeutschland fährt, ne? Die drei gleichen, so heißen sie.
ne, diese Bogen da an der Autobahn, da waren ja auch die drei Brüder, die sich nicht miteinander verstanden haben. So sind die Nebengebäude der Burg Elz ja auch entstanden, zum Beispiel. Wie war das denn in irgendwo an der Mosel ist das doch auch, ne, wo die sich gegenseitig immer mit Kirschkernen bespuckt haben. Ne, der eine Bruder auf der einen Burg, der andere Bruder auf der anderen Burg und dann immer, ne, du Arschloch da drüben, ich baue meine eine Erker. Ne, so waren die ja früher drauf, die Leute. Ja. So. Da, ihr seid meine Zeugen, kann ich denen sagen. Ne? Ihr seid meine Zeugen, dass ich heute schon die Zeugen gesehen habe. Gut. So, wie gesagt, ne? Da es ja hier kein Eis gibt heute, weil die Bäckerei zu hat und ich jetzt auch nicht in Anschau vorbeikomme, noch Eis essen, nein, fahre ich jetzt mal bei der Mutti frühstücken um 23:30, ne? Um 12 Uhr bin ich da. Nee, das stimmt ja auch nicht ganz, so langsam ist der Bus jetzt auch nicht. Aber bis ich da bin, Mutti holt schon mal die Butter raus, damit die gleich schmierbar ist. Ne? Streichzart, so nennt man's. Gut. E-Antrieb haben wir gerade geguckt, das ist es noch nicht. Ne? Also für Langstreckenfahrer wie mich, beziehungsweise für eine Eifel rumzugurken, ist, glaube ich, eh noch nicht der richtige Weg. Da, muss man mich noch mehr überzeugen, auch wenn ich Elektro-LKW fahren zum Beispiel total toll finde. So. Bis später.